Hi, wie geht's? Okay, Mr. Bennett, worum geht es? Also, was haben Sie? Riechen Sie das? Was ist das? Was? Was riecht da? Ihr Rasierwasser? Nein. Die Premium-Chance. Nein, Geld. Oh, okay. Ich rieche Geld. Okay. Chris? Verdammt nochmal. Entschuldigung. Das ist eine durchschnittliche Hypothekenanleihe. Okay? Eine simple, einfache Sache. Es gab Tausende von AAA-Hypotheken, die gebündelt wurden, für die die US-Regierung die Garantie übernahm. Die von heute sind anders. Die sind privat und bestehen aus Schichten von Tranchen. Die oberste Stufe AAA wird zuerst ausgezahlt, die am geringsten bewertete B wird zuletzt ausgezahlt, fällt aber zuerst aus. Natürlich kann man mehr Geld verdienen, wenn man die Bs kauft. Aber es ist eben etwas riskant. Manchmal fallen sie aus. Chris. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Bs und Double Bs von etwas riskant zu Hundescheiße. Wo ist der Mülleimer? Steht hinter Ihnen. Ich rede von FICO-Scores auf tiefstem Niveau. Kein Einkommensnachweis. Variable Zinsraten. Hundescheiße. Die Ausfallquote ist bereits von 1% auf 4% gestiegen, Freunde. Wenn sie auf 8 steigt, und das wird sie, dann gehen eine Menge von diesen Triple Bs auch den Bach runter. Und das, nicht so nah ran, ist die Premium-Chance. Gut, Sie sagen, die Anleihen sind bei 8% wertlos und dass sie bereits bei 4% sind? Ganz genau. Wenn sie auf 8 steigen, haben wir Armageddon. Ja, richtig. Und wieso spricht niemand darüber? Haben Sie auch alles richtig berechnet? Sehen Sie ihn sich an. Das ist mein Quant. Ihr was? Mein Quantitativer. Mein Mathe-Spezialist. Sehen Sie ihn an. Fällt Ihnen da nichts auf? Sehen Sie sein Gesicht? Ganz schön rassistisch. Sehen Sie sich die Augen an. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Sein Name ist Yang. Er hat den nationalen Mathematikwettbewerb gewonnen. In China. Er spricht nicht mal unsere Sprache. Ja, die Berechnungen stimmen. Eigentlich ist mein Name Zhang. Und ich spreche ihre Sprache. Jared sagt gern das Gegenteil, weil er glaubt, ich wirke damit authentischer. Und ich war Zweiter im nationalen Mathematikwettbewerb. Also, Sie bieten uns eine Chance, diese Blöcke leer zu verkaufen. Wie? Mit etwas, das man Credit Default Swap nennt. Das ist wie eine Versicherung auf die Anleihe und geht sie pleite, dann können sie einen Gewinn von 10, sogar 20 zu 1 einstreichen. Und die sind schon dabei, pleite zu gehen. 10 zu 1, 20 zu 1, niemals. Und niemand achtet darauf. Niemand, kein Mensch, achtet darauf, weil die Banken zu beschäftigt sind, unverschämt hohe Gebühren zu kassieren, wenn sie diese Anleihen verkaufen. Augenblick mal, Sie sind die Bank. Ich meine, Sie arbeiten für die Bank. Ihre Margen sind sicher ganz schön fett. Reden wir nicht über meine Margen, die nebenbei ziemlich fett sind. Schickes Hemd, gibt's das auch für Männer? Sind Sie nicht die Bank? Ich arbeite für die Bank. Ich denke nicht wie die Bank. Völlig egal, ob die Bank groß oder klein ist, ich will Geld verdienen. Verstehen Sie? Lassen Sie es mich so ausdrücken, ich stehe vor einem brennenden Haus. Und biete Ihnen eine Feuerversicherung dafür an. Die A's, 0. Die B's, 0. Die Double B's, 0. Die Triple B's, 0. Und dann wird das passieren. Was ist das? Der amerikanische Häusermarkt.